Ich sprach erneut mit Lieutenant Johnson, Lieutenant Smith. Oh, das wusste ich nicht, General. Sie müssen mich entschuldigen. Ich stand bei einem Einsatz gegen die Comanchen neben einer Kanone. Seitdem höre ich leider sehr schlecht. Ja, ich weiß, das hat mir Johnson bereits gesagt. Bitte? Ich sagte, dass ich das schon weiß! General? Lieutenant Smith. General Custer? Lieutenant Johnson, ich. Sie müssen entschuldigen, General. Lieutenant Johnson hat beim Kampf gegen die Cheyenne sein Augenlicht verloren. Oh. Das tut mir leid, Johnson. Tja, es wird uns nichts geschenkt in diesem Krieg. Bitte? Ich sagte, es wird uns nichts geschenkt in diesem Krieg, aber ich meinte eigentlich Lieutenant Johnson. Ich habe Sie leider immer noch nicht verstanden, Sir. Ich habe auch nicht mit Ihnen geredet, sondern mit Lieutenant Johnson. Sie müssen entschuldigen, General, aber Lieutenant Smith stand im Kampf gegen die Comanchen in Wichita neben einer Kanone. Seitdem hört er leider sehr schlecht. Ich stehe hier, Lieutenant Johnson. Oh, Entschuldigung. Bitte? Ich sprach erneut mit Lieutenant Johnson, Lieutenant Smith. Oh, das wusste ich nicht, General. Sie müssen mich entschuldigen. Ich stand bei einem Einsatz gegen die Comanchen neben einer Kanone. Seitdem höre ich leider sehr schlecht. Ja, ich weiß, das hat mir Johnson bereits gesagt. Bitte? Ich sagte, dass ich das schon weiß. Lieutenant Johnson war so nett, mich wegen Ihrer Ohren zu informieren. Ah, vielen Dank, Johnson. Sehr gerne, Smith. Ah, Jim. General, darf ich Ihnen Lieutenant Taylor vorstellen? Drittes Regiment Infanterie. Lieutenant Taylor ist hier drüben, Lieutenant Johnson. Oh, Entschuldigung. Lieutenant Taylor, schon viel von Ihnen gehört. General, ich meine Ehre. Sie müssen verzeihen, General. Lieutenant Taylor wurde die Zunge herausgeschnitten. Aber er sagte, dass es auch für ihn eine große Ehre ist, Sie kennenlernen zu dürfen. Und das haben Sie jetzt verstanden. Entschuldigung? Ich sagte, dass ich mich wundere, dass Sie Lieutenant Taylor verstehen können. Ach, das meinen Sie, Sir. Ich kann Lippen lesen. Lieutenant Johnson übrigens auch. Richtig. Allerdings habe ich das, seit ich blind bin, nicht mehr so oft gemacht. Bitte? Ach so, ja, ja, das stimmt. Und warum lesen Sie da nicht meine Lippen? Oder die von Lieutenant Johnson? Bitte? Der General fragt sich gerade, warum Sie nicht auch seine Lippen lesen oder meine, sondern nur die von Lieutenant Taylor. Ach so, wegen der Bärte, Sir. Ja, ja, ganz genau. Was? Was hat er gesagt? Bitte? Was er gesagt hat? Wer? Ich? Nein, ihr! Entschuldigung, aber ich kann nicht sehen, auf wen Sie gerade zeigen. Bitte? Ich sagte, dass ich nicht sehen kann, auf wen er gerade zeigt. Wer? Der General. Ah. Auf mich, okay, auf mich. Sprechen Sie mit mir, Taylor? Gerne. Was? Lieutenant Taylor sagte, dass Sie auf ihn zeigen, Sir, aber das war eigentlich an Lieutenant Johnson gerichtet, Sir. Verstehe, danke. Worüber hatten wir jetzt eigentlich gesprochen? Raus, alle raus! Los, raus, ihr kapten Idioten! Rutsch mir doch den Buckel runter! Mach das halt auf meine Art! Da wird's doch was! Was sollen die paar Indianer schon gegen mich ausrichten?